Eine Wasserleiche wurde am Mittwochmittag aus dem Bodensee gefischt. Circa 100 Meter nach der Rheinmündung wurde die Leiche von dem Fahrer eines Kieschiffes entdeckt. Im Einsatz standen die Feuerwehr und Seepolizei hart. Zur Identität der Leiche kann man noch nichts sagen. Eine Identifizierung war bisher nicht möglich. Eine Obduktion im Rechtsmedizinischen Institut in Innsbruck soll Klarheit über Identität und Todesursache bringen.